Es gibt da immer diese verschiedenen Erfahrungsberichte über irgendwelche Produkte. Dieses ist aber anders. Schon über den X-Lite-Helm ein paar verschiedene Videos gesehen. Da kannst du alle Daten raushören, wie viel er wiegt, welche Funktionen, welche Spezifikationen und so weiter. Das steht aber alles in den Datenblättern. Das ist eher irrelevant für jemanden, der sich den Helm vielleicht noch nicht gekauft hat, aber eventuell kaufen möchte. Dieser möchte denn eher wissen, warum zum Kuckuck soll ich mir den Helm eigentlich kaufen? So nebenbei, das ist ein gesponsertes Video von der Firma Nolan bzw. der Marke X-Lite. Viele kennen meinen Helm. So, also viele kennen den Helm, Spaß beiseite. Es ist die Ultra Carbon Version von dem X803. Als allererst fiel mir auf, als ich den Helm gekauft habe, du solltest den, in welcher Größe auch immer du den nimmst, du hast bestimmt schon so eine Erfahrung, ob du jetzt ein M oder ein L brauchst oder ein S oder ein XS oder ein XL. Das weißt du ja eigentlich schon, weil du hast ja schon mal bestimmten Helm aufgesessen. Falls du den im Laden probierst, nimm den so, dass er so richtig eng ist. Also das fühlt sich fast schon zu eng an. Hat den Grund, wenn du da einmal richtig reingeschwitzt hast, passt er. Also ich habe den in M genommen, obwohl mir eigentlich so im Laden der L hätte besser gepasst, aber das war ganz gut, dass ich den M genommen habe, denn noch einmal fahren, nach einem Wochenende, weißt du, Schwitzen, Ausdehnung bei Schwitzen und so weiter, passt er dann als M perfekt. Was mir bei dem Helm sofort aufgefallen ist beim Fahren, er macht eine gewisse Ruhe im Kopf, sprich, es fühlt sich alles ein bisschen langsamer an. Das kommt einmal durch das sehr hohe Sichtfeld, das sehr weit nach oben geht. Das ist auch bewusst von Nolan so gewählt. Und das Sichtfeld ist auch sehr breit. Also du hast einen sehr großen Rundumblick und dadurch empfindet sich manches einfach viel ruhiger und viel langsamer. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Ich glaube, es war im meine 5 Tipps für die schnellere Rundenzeit. Mir hat der Helm tatsächlich geholfen, auch etwas schneller zu werden, weil sich das Ganze optisch gesehen langsamer angefühlt hat, als es eigentlich war und ich dadurch schneller gefahren bin. Wirklich, ist kein Scheiß. Du musst bedenken, dass einer der wichtigsten Sinne beim Motorradfahren das Auge ist und somit auch das Gefühl und die Vermittlung der Geschwindigkeit auf dein Gehirn übertragen werden. Und alles, was insofern vor deinen Augen ist, beeinflusst dieses Gefühl ins Positive oder auch ins Negative. Von dem her ist der Helm, was die Optik anbelangt, die innere Optik, sehr, sehr wichtig. Und das lest du komischerweise in keinem Review, in keinem Artikel und das hat, glaube ich, auch noch keiner, soweit ich das gesucht und gefunden habe, in irgendeinem YouTube-Video darüber erwähnt, inwiefern sie das damit empfunden haben. Weil ich kenne andere Hersteller, da empfindet man das teilweise viel, viel schneller von der Optik als wie mit dem X-Lite 803. Von dem her ist es für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Kaufgrund. Was natürlich zusätzlich für die Ruhe dieses Helms auch noch sorgt, ist die Aerodynamik. Das ist der erste Helm von X-Lite, der im Windkanal produziert wurde. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Und somit ist der Helm
zusätzlich, wenn du aus der Kanzel rausgehst, beim Anbremsen, beim Fahren von hohen Kurvengeschwindigkeiten, wo du aus der Kurve, aus der Kanzel hinausgehst mit dem Kopf, ein wirklich sehr extrem ruhiger Helm. Andere Helme machen da diesen sogenannten, da wackelt der ganze Kopf und du fühlst dich extrem schnell. Und das ist bei dem allerdings nicht der Fall. Es fühlt sich einfach extrem ruhig an. Ich habe ja einen neuen Helm jetzt bekommen. Und zwar in einem Design, das von mir überhaupt nicht gewohnt ist, und aber ich finde es irgendwie cool. Mein neuer Helm. Ist irgendwie geil. Das ist die Melandri Edition. Ich bin zwar kein typischer Melandri-Fan, aber ich finde den Helm einfach von der Optik her cool. Jetzt im Moment zwar noch nicht so, weil ich mit dem durchsichtigen Visier irgendwie noch nichts anfangen kann. Ich finde die optisch einfach nicht so der Brüller, die durchsichtigen Visiere. Ich habe leider kein dunkles Visier dazu mitbekommen. Aber ich habe eins auf meinem. Da können wir übrigens im Endeffekt gleich mal schauen, wie das da runter geht, weil ich weiß es nämlich nicht. Mal schauen, ob man das ohne Bedienungsanleitung intuitiv hinbekommt. Aha! Also ich habe immer hier beim dunklen Visier den Pinlock drin. Einfach aus dem Grund, wenn ich irgendwo auf der Startaufstellung stehe und der Angstschweiß aus mir runterläuft und der Angstatem, dann beschlagen mir halt die Scheiben, und deswegen fahre ich auch am dunklen Visier den Pinlock. Kommen wir zur Belüftung des Kopfes. Also die Belüftung ist wirklich mega genial. Vor allem auch ist hier wirklich mitgedacht. Ich hatte den Fall jetzt im Februar in Almeria, dass es relativ kalt war und du gehst raus, die ersten Turn, die erste Runde, und du hast die Belüftung standardmäßig, also ich habe die Belüftung standardmäßig in der Regel immer offen, und du gehst raus, den ersten Turn, und stellst fest, kalt. Und dann hast du hier durch diese einfachen Dinger wirklich den Vorteil, dass du samt Handschuhe einfach zumachst. Und 5 Runden später, wenn dir dann warm ist, einfach wieder aufmachst. Also das kannst du während dem Fahren mit Handschuhen machen. Das ist wirklich genial. Selbst auch den vorderen habe ich mal probiert. Der geht eigentlich auch mit Handschuhen, wenn du weißt, ob es nach oben, unten oder links oder rechts gehen muss. Das solltest du dir vorher anschauen, aber selbst dann geht es. Den vorderen da habe ich nicht probiert, weil den habe ich permanent offen gelassen. Selbst auch bei kalter Temperatur bin ich nur empfindlich an der oberen Seite des Kopfes, und nebenbei der untere ist auch noch in 2 Stufen verstellbar. Also lufttechnisch ist es wirklich genial, weil du auch im Sommer bei 35, 40 Grad wirklich einen kühlen Kopf bewahren kannst. Das ist absoluter Hammer. Das habe ich so in keinem Helm noch nie erlebt. Zusätzlich hast du auch so ein Winglet-Spoiler. Inwiefern das dir zur Belüftung des Kopfes beiträgt, glaube ich eher nicht. Ich glaube, der ist einfach lediglich für die Aerodynamik. Ich habe da noch keinen Unterschied festgestellt im Fahrerischen, ob der jetzt zu oder geschlossen, zu oder offen ist. Das Einzige, was mir auffällt, ich tue den allein aus optischen Gründen eigentlich immer aufmachen, weil ich das irgendwie cool finde, weil es von hinten so, weißt du, so. Zack, 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 zack. Aber irgendwie bleibt der nie offen. Nolan, warum bleibt der nicht offen? Immer wenn ich reinkomme, ist der in der Regel immer zu. Der geht vielleicht ein bisschen zu leicht. Fällt mir auf, so nebenbei. Also Helm ist natürlich aus Vollcarbon und dementsprechend leicht. Und das merkst du auch, wenn du den aufsetzt. Das ist wirklich, wirklich super angenehm zu tragen, weil es so leicht ist. Aerodynamik super ist, das Blickfeld ist super, du hast halt viel, viel Ruhe in Helm, und er hat mich tatsächlich auch ein Stück weit schneller gemacht, weil das Ganze einfach ruhiger aussah und ich somit
dementsprechend mich mehr ums Fahren bzw. auf das Wesentliche konzentriert habe. So nebenbei finde ich ihn halt auch optisch, egal ob jetzt in der Melandri-Version oder in meiner alten, nur schwarzen Carbon-Version, einfach ansprechend und sehr sexy. Die inneren Polster sind herauszunehmen mit so Clips. Also die kann man hier so rausklipsen und dann gibt es hier auch diesen Notverschluss, den man hier ziehen kann. Und dann kann man so quasi das ganze Polster rausnehmen. Und der Notverschluss ist auch dafür da, falls du einen Unfall hast und die Rettungskräfte wollen dir den Helm nicht mit Gewalt abziehen, dann können die den Riegel hier rausziehen und somit geht der Helm dann halt auch leichter vom Kopf. Da ist so ein Verschlussmechanismus drin, der das Ganze entriegelt, damit dieses Kissen eben rausgeht, das Polster. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, entweder bin ich zu blöd, das wieder festzumachen, hin und wieder geht das von selber, wird das von selber ein bisschen locker. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht kann mir es jemand von euch erklären, vielleicht bin ich einfach nur zu blöd dazu. Und auch das innere, das obere Clip, wo der einfach nur eingehängt ist, das geht hin und wieder mal. Also ich muss da ab und zu mal reingreifen, ob denn das locker oder fest ist. Und so alle 3, 4, 5 Turns muss ich das immer wieder festklipsen. Also so war es zumindest bei meinem alten, der in Anführungszeichen alt, der ist jetzt knapp ein Jahr alt. Vielleicht ist es ja mittlerweile ja auch nicht mehr. Das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich den noch nicht gefahren habe. Also der kam erst irgendwie die letzten Tage per Post. Danke Nolan übrigens dafür. Ja, so wie ihr schon hört, also es ist nicht so, ich bin nicht bezahlt für das Video in dem Sinne, dass ich jetzt ein positives Review über den Helm machen muss, sondern ich empfehle den Helm aus eigenem Interesse und ich habe den Helm dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Also nicht verwechseln. Deswegen sage ich auch, was ich negativ finde, zum Beispiel, dass dieser Winglet, dieser Spoiler hier irgendwie nie auf dieser Position bleibt. Der geht beim Fahren irgendwie automatisch ab und zu wieder zusammen oder man kommt hier leicht an und dann ist er wieder zu. Das stört mich per se ein bisschen und dass das Kissen hin und wieder locker wird, das Polster. Das ist eigentlich so das Einzige, was mir an negativen Dingen aufgefallen ist. Gehört vielleicht auch dazu. Aber ansonsten kann ich den Helm wirklich empfehlen. Ja, kann man empfehlen, definitiv. Vor allem, du musst auch bedenken, ja, so teuer sind die gar nicht. Ich kann die genauen Preise, ich glaube, das geht irgendwie hoch bis 650 Euro oder so, irgendwie 600 Euro. Aber das ist eigentlich für das, was du hier an Sicherheit und an Komfort bekommst, ist das total fair und ich finde das eigentlich nicht so teuer. Im Gegenteil, also da gibt es Hersteller, die sind viel teurer und bieten bei weitem nicht so viel oder vielleicht auch nur das Gleiche für mehr Preis. Also, dazu kommt, dass die Helme in Italien alle ziemlich handgefertigt werden. Da werden sogar die Designs werden händisch von Frauen aufgeklebt. Ich habe da Videos gesehen. Ich werde auch mal demnächst bei Nolan direkt vor Ort sein und werde mir die Produktion ansehen, weil es mich einfach interessiert. Kann ich am besten mit einem Misano-Termin kombinieren. Würde mich einfach interessieren, wie die das machen, dass da wirklich jeder Helm durch die Hand einer Frau geht und somit beklebt und im Nachhinein Klarlack beschichtet wird. Also ich sehe über diesen Aufklebern, über dem Design ist auf jeden Fall Klarlack und somit ist das Design auch nicht angreifbar von Fliegen, Wind und Wetter. Also, wie ihr seht, wirklich ein geiler Helm, den ich wirklich reinen Gewissens empfehle und probiert es aus. Es gibt ganz viele Rennstreckentage, wo X-Lite vor Ort ist und auch ich bekomme ein Sortiment von X-Lite zum Probieren. Also wenn ihr mit mir auf der Rennstrecke seid, wenn ihr Termine von mir in Anspruch nehmt und mit mir dabei seid, dann habe ich jetzt immer ein paar Helme mit dabei und die dürft ihr kostenlos testen. Also wirklich probieren und schauen, taugt mir der Helm, taugt ihr mir nicht, was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht. Und wir brauchen natürlich, also ich möchte auch das Feedback von euch haben, was ihr davon hält. Da können wir uns gerne austauschen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, falls ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt und welche es ist. Und ich denke, dass Nolan auch sehr interessiert daran ist, was
Leute dazu sagen, die ihn vielleicht noch nicht haben oder nur einmal jetzt probiert haben auf der Strecke, einfach so das Feedback, ja? Weil das ist natürlich sehr wichtig, um diese Produkte zu verbessern. Genau auch die Thematik mit dem Spoiler hinten, warum auch immer der ab und zu wieder reingeht. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit, dass man das verriegeln kann. Oder eventuell dürfen sie es aus sicherheitstechnischen Gründen nicht, das weiß ich nicht genau, wie da die Richtlinien sind. Aber im Endeffekt würde das Abfliegen, Abbrechen beim Sturz, von dem her ist eher irrelevant vermutlich. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Erfahrungen habt, schreibt es in die Kommentare. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch der Helm und das Video gefallen haben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. When the snow begins to sing at night to warm.